KinoCast. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum neuen KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Guten Tag, auch von mir. Hier ist der Erik, ich begrüße... Hallo Erik, oh mein Gott, wie schön dich zu hören, wer hätte es gedacht. Danke. Entschuldigung, geht gleich wieder. Geht gleich wieder, ja. Willst du eine Uhr kaufen oder was? Nee, eine Waschmaschine, aber... Ja. Okay, was haben wir denn so mitgebracht? Ein Film aus der Sneak, den wir nicht gesehen haben, aber können wir wenigstens ein bisschen was drüber erzählen, nämlich die Zeit, die wir teilen. Dafür haben wir ein paar andere Filme gesehen, zum Beispiel den Oscar-Gewinner für besten Film, bester Nebendarsteller und das dritte habe ich gerade vergessen, Coda von Disney Plus nicht, Apple TV läuft der, Run, Hide, Fight, der läuft auf Sky, den hatte die Kate empfohlen, den habe ich auch geguckt, den haben wir zusammen, können wir drüber erzählen, und Tod auf dem Nil, schauen wir mal, was uns da so erwartet, und eine Serie sehe ich hier, Good Girls, habe ich noch nie von gehört, bin ich sehr gespannt, was das ist. Starten wir doch mal rein, Chris. Die Zeit, die du nicht geteilt hast mit dem Film, aus Gründen. Worum ging es denn in die Zeit, die wir teilen in der Sneak Preview? Die Zeit, die wir teilen, oder im Originaltitel Apropos de Juin, ist ein Film aus Frankreich, Irland, Deutschland im Camino Verleih und Vertrieb mit Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Swann Orlan und Freya Mavor und vielen weiteren. Es geht um die Pariser Verlegerin Juin Verrat, also die spielt Isabelle Huppert. Und nach Jahrzehnten trifft sie ihre erste große Liebe wieder und verlässt dann völlig aufgewühlt Paris und zieht sich in ein Landhaus zurück, wo sie dann beginnt, ihr Leben Revue passieren zu lassen. Und daraus entsteht mehr und mehr eine sehr emotionale Reise, bei der Wunsch und Wirklichkeit einfach verschwimmen. Oh. Aber sie ist nicht alleine, weil der exzentrische Schriftsteller Tim Arden, Lars Eidinger, der ist mit dabei und als einzige Konstante fest an ihrer Seite und scheint da auch zu stehen. Und natürlich auch ihr Sohn Nathan, Nathan, Swann Orlan, den sie allein großgezogen hat. Darum geht es. Es geht wohl auch so ein Stück weit darum, dass sie auch eine Krankheit hat und einfach dann Teile auch vergisst und Sachen aufschreiben muss und einfach anders nochmal erlebt und blablabla. Darum geht es im Großen und Ganzen. Um dieses Drama mit der Länge von 102 Minuten und ich weiß nicht, was ich groß noch dazu sagen soll. Weil ich hätte gesagt, Fragen, aber du hast es ja nicht gesehen. Also von daher weiß ich. Was würdest du denn gerne fragen? Vielleicht kann ich sie beantworten. Ich würde fragen, ob sie denn aktuell einen Mann hat, wenn sie in das Gefühlschaos reingerät. Aber das weiß man jetzt wahrscheinlich nicht, weil Lars Eidinger, hast du ja beschrieben, ist nicht ihr Mann, sondern eher so ein Freund, der da an ihrer Seite ist. Und ja. Ja, aber sie begegnet ja ihrer ersten großen Liebe wieder. Ja, nee, ich meinte jetzt, wenn sie aktuell zum Beispiel einen Mann hat und begegnet ihrer ersten großen Liebe, dass sie dann in diese Verwirrung, weil es wäre so ein typisch französischer Film, der dann in so einer Dreiecksgeschichte endet, weißt du? letzte Einstellung des Films, sie liegt im Bett in der Mitte, die Kamera zoomt raus, links liegt einer, rechts liegt einer. Das wäre so ein typisch französisches Ende. Man merkt auch so ein bisschen, dass da Erik in diesem Jahr schon sehr viel mit komische Filme, Sneak-Filme gesehen hat. Oh ja, gehen. Nicht nur Sneak. okay. Naja, ich gucke auch so, hab Hang zum Trash. Näher, ich möchte da jetzt nicht bitte näher drauf eingehen, das würde mich sehr irritieren. Also anscheinend spielt Isabelle Huppert überragend. Ich kann dazu nicht so viel sagen. In unserer Gloria-Sneak-Gruppe auf Facebook wanken die Stimmen von 5 mittelmäßig bis 10 Top-Filmen. Also jeweils eine ist da dafür und der Rest spielt sich in der Mitte ab 7-8 Punkte. Scheint okay gewesen zu sein. Ja, okay. Ich würde ja sagen, einfach mal ins Kino gehen, Film anschauen, sich selbst genau, wann läuft denn der an? Ich gucke gerade mal, steht hier gar nicht. Die Zeit, die wir teilen. Hier finde ich es nicht. Jetzt muss ich mal auf eine andere Seite schauen. VDFkino.de ist da immer eine sehr gute Anlaufstelle, finde ich. Die haben die ganzen Filmstarts, die Zeit, die wir teilen. Gar nicht gelistet hier, was ist da los? Die Zeit, allein gegen die Zeit, alles andere zeigt die Zeit. Steht gar nicht drin, komisch.
Wer weiß, ob der startet. Mal schauen. Ansonsten. Der wird schon. Ja. Also ich finde es gerade hier nicht, aber. Ja, ich guck's mal. Vielleicht finden wir das im Laufe. 17. März startet er. 17. März, das war ja schon. Nee, der ist erschienen. Das kann er, ist ja schon vorbei. Erscheinungsdatum 17. März, sehr gut. Ja, vielleicht in ja, Frankreich. Gedacht, haben wir schon. Ja, wer weiß. Aber ist ja nicht so, dass wir schon April haben. Wird vielleicht irgendwann dann starten. Wie schauen denn so die Tipps und Hinweise aus für die morgige Sneak Preview, Kate? Der Tipp der Kinoleitung lautet, man lernt nie aus. Und du bist der Einzige, der wieder getippt hat. The Second Life, das zweite Leben. Ah, okay, ja, weil da irgendjemand, ich habe es nicht mehr ganz genau in Erinnerung, irgendwie im zweiten Teil seines Lebens irgendwie nochmal was Neues beginnt oder so, da habe ich gedacht. Ja, das kann natürlich sein. Das könnte irgendwie passen da. Ja, das könnte sein. Also schauen wir mal, was uns morgen erwartet. Da sind wir ja dann wieder am Start und werden alles mitnehmen, was da so kommt. Und jetzt machen wir da erstmal weiter mit dem gesehenen Film, mit den sonstigen gesehenen Filmen. Mit dem Oscar-Gewinner dieses Jahr 2022, Coda, C-O-D-A. Schreibt sich das? Gibt's auf Apple TV Plus. Kate, worum ging's denn da und fandst du's? Coda ist ein Coming-of-Age-Film, würde ich ihn beschreiben, in dieses Genre packen, über ein junges Mädchen namens Ruby Rossi, gespielt von Emilia Jones. Sie ist 17 und ist die einzig hörende Person in ihrer Familie. Also sowohl die Eltern als auch der Bruder sind alle drei taubstumm und arbeiten nur mit Gebärdensprache. Und die wohnen in so einem kleinen, abgelegenen Dörfchen, so einem Fischerdorf. Sie sind selber auch, der Vater und der Sohn gehen fischen. Und Ruby hilft da auch immer mit, vor der Schule morgens. Also ihr Wecker klingelt irgendwie um 3 Uhr morgens. Und dann geht's erstmal los raus. Und ja, ihre Familie ist so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Also man hat es ja oft, dass taubstumme Menschen so ein bisschen unter sich bleiben. Bei denen ist es, finde ich, noch ein bisschen extremer. Die sind komplett auf ihre hörende Tochter angewiesen. Also sie muss alles dolmetschen beim Arzt, muss zu jedem Termin mitkommen und übersetzen. Und das ist natürlich eine große Verantwortung für diese 17-jährige junge Dame, die das quasi ihr ganzes Leben schon so tut. Aber wie es so ist, sie hat halt auch eigene Pläne, denn sie hat eine Leidenschaft und zwar ist das Singen. Und als sie sich dann in ihrem letzten Schuljahr in den Chor einschreibt und dort erstmal gesagt bekommt, wie gut sie eigentlich ist, strebt sie eine Karriere an und möchte auf ein Gesangscollege in Berkeley gehen. Und das ist natürlich eine Sache, die ist für die Familie schwer zu begreifen, weil was ist da die Faszination an Musik? Sie hören es nicht, sie können es nicht nachvollziehen. Sie wollen auch nicht, dass sie das dem nachgeht, weil sie soll lieber einen richtigen Beruf erlernen. Und außerdem soll sie ja eigentlich auch gar nicht weggehen, weil die Familie ist auf sie angewiesen. Und das ist dieser Zwiespalt, der dieser Film erzählt. Die junge, erwachsen werdende Ruby, gefangen in ihrer Verpflichtung ihrer Familie gegenüber, aber gelockt von ihren Wünschen und Träumen, ein eigenständiges Leben zu führen und ihren Träumen nachzugehen. Der Film hat 3 Oscars gewonnen, unter anderem bester Film. Und meiner Meinung nach ist das absolut gerechtfertigt. Der Film ist traurig, mitfühlend, lustig. Einfach alles auf einmal. Die schauspielerische Leistung ist unfassbar. Der Vater, also der den Vater spielt, Troy Kostur, hat ebenfalls einen Oscar als bester Nebendarsteller bekommen für den Film. Und das ist absolut verdient. Der dritte war, glaube ich, Original Score. Screenplay. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Genau, ja. Original Screenplay. Und Adapted Screenplay. Sorry. Das kriegen wir wieder böse Mails. Dann müssen Mails, wir ja. das richtig machen. Ja, genau. Kriegen wir böse Mails. Und es gibt einfach Szenen, die hängen mir jetzt noch nach. Also ich habe den Film vor einer Woche oder so geguckt und ich denke immer noch an die ein oder andere Szene zurück. Und man versteht sowohl die Familie,
in gewisser Weise versteht sie aber auch nicht, wie sie ihre Tochter diese Bürde auflasten müssen, warum sie sich nicht mehr anstrengen, selber mit der Gesellschaft zurechtzukommen. Und beziehungsweise dann die Argumentation, wir sind doch nicht die anderen. Also warum können sich die anderen uns nicht auch ein bisschen anpassen? Also diese Mischung aus beidem. Und aber man versteht auch sie, ja, also sie will ihrer Familie nichts Böses, sie will für sie da sein und steckt gegebenenfalls sogar ihre eigenen Träume und Wünsche zurück. Und das, also ich kann es gar nicht so in Worte fassen, wie ich es gerne möchte, aber das ist unglaublich schön und unglaublich gut gemacht. Ich frage mich, warum ich den Film nicht schon viel früher geguckt habe, weil den geht es ja schon relativ lang bei Apple TV Plus. Mhm. Der ist wirklich, wirklich wunderbar, der Film. Erik, wie hast du es empfunden? Ja, da hätte man davon tatsächlich gehört haben können. Ich habe leider auch erst, ich habe es den mal so am Rande mitgehört, als der den Sundance Film Festival Preis gewonnen hat. Und das ist eigentlich schon mal so ein Indikator, also nur mal so als Beispiel. Hat damals irgendwie Reservoir Dogs von Tarantino hat dort gewonnen und diverse andere Regisseure, die dann wirklich Shootingstars irgendwie ganz nach oben gekommen sind. Und ja, das ist hier mal so eine durchgehende Geschichte. Hat den BAFTA Award, den British hier Film und so weiter Award, wo ich gerade die Abkürzung nicht zusammenbringe, gewonnen. Noch mehr Hassmails. Und also ist für Screenplay und Supporting Actor und so. Und Screen Actors Guild Award und so weiter. Also das ist so eine durchgehende Geschichte, der irgendwie so ein breites Publikum gefesselt hat. Es klingt natürlich, wenn man jetzt die Story, die Kate gerade wiedergegeben hat, so hört, klingt das irgendwie sehr sperrig und schwierig, der Film. Und ich hatte auch erst so die Befürchtung, aber der ist mit einer unglaublichen Leichtigkeit erzählt, zum einen. Mhm. Es hat so eine bittersüße Stimmung die ganze Zeit. Die Familie, die ergeht sich da nicht im Selbstmitleid wegen ihrer, ich nenne es jetzt mal Behinderung, sondern die sind eigentlich voll locker drauf, die leben ihr Leben, die haben Spaß, die sind zwar irgendwo so, ja, Existenzminimum würde ich nicht sagen, aber durch diese Fischerei kommt halt nicht viel rein und diese Fischhändler, die denen die Sachen abkaufen jeden Früh am Pier, die ziehen die auch so ein bisschen über den Tisch, alle die Fischer, sodass sie sich dann organisieren. Und das sind so die Nebengeschichten, die noch mitspielen, genauso wie natürlich die junge Frau in der Schule mit diesen üblichen Problemen zu kämpfen hat. Zum einen, weil sie gedisst wurde von ihren Mitschülern, weil sie auch als einzige Hörende in der Familie am Anfang sehr schlecht gesprochen hat, weil sie natürlich kein Role Model hatte, wo sie irgendwie sprechen lernen konnte, sondern sie hat halt so gesprochen, wie es eben Gehörlose halt tun, so teilweise mit, ja, die Vokale nicht richtig rausbringen und so. Und da ist sie halt dafür auch gemobbt worden. Und sie hat jetzt erst irgendwie in der Schule so halbwegs die Stellung gefunden. Sie spricht ordentlich und sie ist auch in der Abschlussklasse, also danach muss sie sich dann entscheiden, wie es dann weitergeht. Und der Weg an sich in ihrem Milieu ist eigentlich so vorgezeichnet, dass sie irgendwann da auch bei den Eltern mitfährt auf dem Boot und die halt mit Fischerei betreibt. Sie muss auch als Hörende mit auf dem Boot sein, weil da gibt es halt auch so Fälle, wo eben jemand da sein muss, der hören kann, was dann auch im späteren Verlauf des Films mal deutlich wird. Und auch die ganzen Geschäfte, diese Verhandlungen mit den Personen, weil die Familie auch so ein bisschen Angst hat, dass sie dann nicht klarkommen. Und jetzt muss ich ein ganz, ganz klein bisschen nach vorne greifen. Man sieht dann auch, wo sie dann mal nicht dabei ist, dass das doch durchaus geht und dass auch das Umfeld bereit ist, sich darauf einzustellen und nicht nur einfach, das ist wie wenn man selber in einem fremden Land ist und man hat die ganze Zeit einen Dolmetscher dabei. Dann verlässt man sich auf den und wenn man dann doch mal gezwungen ist, irgendwie selber, dann schafft man es auch irgendwie. Dann reden auch die Einheimischen mit einem und umgekehrt versucht man auch selber, die Sprache zu lernen und so. Und genauso ist es halt hier auch. Und es sind sehr viele, sehr schöne Szenen drin und auch gute Regie, ja, Drehbuch, nicht umsonst einen Oscar gewonnen und passt alles hinten und vorne wunderbar, ne? Und der Lehrer ist super, oder, Chris? Hab ich gedacht. Ist klasse. Der Chris, der achtet ja immer sehr auf die Lehrer, ne? Das ist ja klar. Ja. Die werden meistens immer blöd dargestellt und so. Und das hier ist mal wieder so ein fordernder Lehrer, ähnlich wie bei Club der Toten Dichter oder so, der mal die Schüler auch ein bisschen fordert und fördern und fordern, würde ich es mal nennen, ne? Und das war eigentlich mal ein gutes Beispiel, oder? Ja, definitiv. Also war mal wieder schön in die richtige Richtung gehen, wie halt, aber auch stimmig zum Film passend, dass eben
ja, diese Zerrissenheit auch dargestellt werden kann. Aber es halt auf der anderen Seite tatsächlich auch Leute gibt, die einen nochmal anders supporten können oder auch anders supporten möchten oder auch Sachen dann erkennen und sagen, hey, mach da was draus. Und deswegen fand ich ganz cool dargestellt. Und ansonsten kann ich echt nicht mehr arg viel sagen, weil ihr habt das meiste schon eher völlig runtergerattert. Ist ein toller Film. Auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe ja immer so ein paar Indikatoren, wo ich merke, oh, der Film, der könnte gut werden. Und ich habe ja so, nicht nur Darsteller, wenn die in Nebenrollen auftauchen, denke ich so, okay, das ist jetzt ein Darsteller, der sucht sich keine Scheißfilme aus und so, bis ich mal eines Schlechteren überrascht werde. Aber hier ist es so, auch da war ein Song drin im Film, nämlich von David Bowie, Starman, der aber hier nicht als David Bowie, sondern halt als von der Band gesungen wurde. Und das ist auch so ein Indikator, ne? Das ist bei der Marsianer, obwohl, muss ich sagen, bei David Bowie, dadurch, dass die jetzt die Rechte verkauft haben, der Film ist aber vorher entstanden, bevor das passiert ist. Mittlerweile hörst du David Bowie-Songs selbst in der Werbung oder überall. Ne? Aber das war vorher, das heißt, da wurde noch richtig ausgewählt, ob der Film den Song nehmen darf und nicht. Und das war schon ein guter Indikator. Aber ja, absoluter Top-Film. Coda, C-O-D-A. Unbedingt mal anschauen auf Apple TV Plus. Das hat wahrscheinlich nicht jeder Apple TV Plus, aber wirklich mal vielleicht mal den Probemonat holen und den Film mal schauen. Und gibt es noch ein paar andere gute Sachen, die man da mal wegbingen kann, genau. Suspicion. Ja. Und Punkte müssen wir noch von geben. Von mir, ja. Von mir 9,5 von 10. Bin ich bei dir, 9,5. Ich bin bei 8,5 von 10. Und noch einen kleinen Nachsatz. Es gibt ja in manchen Jahren so die Oscar-Gewinner, wo ich dann gesagt habe, ne, bin ich überhaupt nicht dafür. Da gab es andere Filme, die sind besser gewesen oder so. Hier war es so, der hat mich völlig kalt erwischt. Ich habe nicht viel erwartet von dem Film. Ich dachte ja, okay, ich gucke den mal. Und kann dann irgendwie sagen, nee, der war nicht so gut wie andere, die ich besser fand jetzt dieses Jahr. Aber das war wirklich so einer von 0 auf 100. Da habe ich gedacht, okay, das ist völlig zu Recht ein Oscar-Film. Der adressiert alle wichtigen Themen, die es gerade braucht und macht nicht zu viel, macht nicht zu wenig. Top-Darsteller. Deswegen für mich absolut gerechtfertigter Oscar-Gewinner 2022. Ja, nicht wie The Shape of Water oder so. Oder The Artist. Was ein toller Film ist, The Artist, aber der funktioniert nur einmal. Ja. Okay. Sehr, sehr schöner Film. Ja. Dann machen wir doch mal weiter mit Run, Hide, Fight. Ich glaube, den wollte ich vorstellen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Den hat ja die Kate empfohlen gehabt. Ja. Und warte mal, jetzt brauche ich mal ganz kurz hier ein paar Namen. Ich habe die Namen nicht parat. Run, Hide, Fight ist ein Film, der, ja, wie soll ich denn sagen, am Anfang wird uns eine junge Frau vorgestellt, die Zoe, die mit ihrem Vater zusammen auf der Jagd ist und er ist so ein bisschen so survivalmäßig und wie kann sie ein Tier jagen und bringt ihr das alles so ein bisschen bei. Und als sie in der Schule ihren letzten Schultag hat, wo immer ein bisschen Party ist und irgendwelche Pranks gemacht werden und so, da passiert nämlich noch was Zusätzliches, nämlich es findet ein ja, ein Amoklauf ist es ja in dem Sinn nicht, sondern Amoklauf slash Geiselnahme slash irgendwas, also irgendwie so eine ganz diffuse Situation entsteht da. Das heißt, es stürmen irgendwelche, ja, Schüler oder ehemalige Schüler stürmen halt da rein und nehmen halt in diesem eh schon Chaos durch die Abschlussfeier, durch irgendwelche Pranks, da sind irgendwelche Schrägen mit irgendwelchen Plastikfolien, die da mit irgendwelchen Sachen beschmiert sind, dass man da ausrutscht über irgendwelche Autos, die irgendwo durch irgendwelche Türen reingefahren werden. Und ja, diese schwer bewaffneten stürmen da halt rein, nehmen in der Cafeteria diverse Geiseln. Und da hatte ich schon mal so ein Kloß im Hals, weil das sah schon sehr nach Columbine aus und diese Überwachungsfilme, die man da so kennt. Und ja, die filmen sich auch die ganze Zeit und machen dann auch so, lassen die Geiseln so Livestreams machen und entscheiden dann, derjenige, der die meisten Viewer hat, das ist der quasi sein Handy anlassen soll und weiterfilmen soll. Die anderen sollen es ausmachen und sie streamen halt ihre ganze Taten live ins Internet und kriegen dann natürlich auch sehr, sehr viele
Zuschauer noch, dadurch, dass es eben nur noch einer ist und da kommen dann alle Zuschauer zu dem und blöd nur, dass eben in der Schule auch die Zoe ist, die doch so ein bisschen Survival-Techniken hat und mit Waffen umzugehen weiß und ich dachte schon, oh nee, das sieht jetzt fast ein bisschen aus wie so Stirb langsam in so einem Schul-Amoklauf-Setting und so. War es dann aber nicht ganz so. Also sie räumt dann natürlich auch so ein bisschen auf und dann hätte nur noch der Spruch gefehlt, ho, ho, now I have a machine gun oder so. Aber ja, sie fightet sich dann so Stück für Stück durch. Manche lässt sie auch irgendwie leben oder kettet sie erstmal irgendwo fest und sie erwischt dann halt so einen nach dem anderen und von draußen ist eine mittlerweile die Polizei auch angerückt und die haben das auch spitz bekommen, denn am Anfang sah das ja alles so aus, als wäre das irgendwie ein Prank, dass da irgendwelche Leute anrufen bei der Polizei, da ist was Schlimmes und dann kommen sie und dann war nichts und so, deswegen waren die auch erstmal nicht so schnell dort am Ort des Geschehens und konnten auch nicht helfen. Selbst die anderen Schüler, die in irgendwelchen Klassenräumen ja, festsitzen oder die da Unterricht hatten, ganz normal, die haben davon gar nichts mitbekommen, weil da gab es irgendwie so ein Schulansagesystem und da wurden halt so bestimmte Nachrichten durchgegeben, dass sie erstmal in ihren Räumen bleiben sollen, was aber in dem Moment irgendwie das Verkehrteste gewesen wäre und dann gab es auch irgendwie so eine Entwarnung und dann haben sie halt ganz normal weitergemacht und das haben natürlich die, ich nenne es mal die Attentäter, ganz bewusst so gesteuert, dass das so aussieht, um dann eben auch noch weitere Geiseln zu haben. Und ja, ich gehe jetzt schon ein bisschen in die Wertung rein. Ich fand das sehr, sehr, eine sehr, sehr weirde Kombination, also für so einen Unterhaltungsfilm. Und ich mochte den Film nicht, wie der so aufgesetzt war. Und warum muss man das jetzt hier so ein schwieriges Thema, wo vielleicht auch bei vielen, ich meine, hier in der Region haben wir ja nur auch gerade so ein Thema gehabt. Und selbst da, Thüringen, wo ich herkomme, da gab es so einen Fall in Erfurt damals und so. Es ist ein echt schwieriges Thema, da so ein, ich nenne es mal in Anführungszeichen, einen Unterhaltungs-Action-Film zu machen, finde ich sehr schwierig. Da hätte ich mir schon eher gewünscht, dass da die Aussagen, die drinstecken in dem Film, diese ganze Kritik an dem, ja, dass die Leute da so zuschauen wollen und da so sensationslüstern sind und so, da hätte ich mir die Kritik noch sehr, sehr viel stärker gewünscht. Ich hätte mir auch stärker gewünscht, dass die Personen, die den Scheiß machen, einfach viel, viel übler dargestellt wären. Also, dass man nicht mit denen irgendwie so leicht sympathisiert. Das wirkt, das die ganze Zeit habe ich gedacht, das ist so ein Porno für so potenzielle Attentäter, ja. Die gucken sich das an, denken, oh geil, was die gemacht haben. Und ich bin leider von dem Film nur in wenigen Szenen vom Gegenteil überzeugt worden. Ich glaube, ein Großteil der Szenen kann durchaus so ein potenzieller Attentäter in den falschen Hals bekommen und das irgendwie geil finden, was da passiert und irgendwie Ideen bekommen. Natürlich das Ende, okay, da wird so ein bisschen, geht ein bisschen in die andere Richtung, aber ich fand das einen sehr, sehr schwierigen Film und ich mochte den Film nicht. Du mochtest den, wie fandst du es so? Ich verstehe deine Kritik, aber diese Prämisse mit, das könnte eine Vorlage für potenzielle Ideen sein, hast du bei jedem Film, in der irgendjemand stirbt. Also das hast du bei jedem Film über einen Mordfall, so ein über einen Serienkiller. So ein Schulsetting, weißt du, so ein Schulsetting, ja, mit Schulamtlauf. Aber ob es jetzt eine Schule ist, eine Mall oder ein Überfall in einem Haus wie bei Funny Games, das hast du doch überall. Also ich verstehe das absolut. Du hast Kinder, und wir haben das alle in irgendeiner Weise im Fernsehen verfolgt, dass sowas passiert. Aber die Prämisse hast du bei jedem Film, in dem irgendwie sowas in Sachen Mord oder ein Plan für einen Mord oder ein Plan für einen Überfall, bei dem dann Leute sterben. Das hast du in jedem Film, der in irgendeiner Weise sowas behandelt. Ich verstehe dich, absolut, ja, absolut. Aber ist auch ein bisschen die Inszenierung, finde ich. Wie es inszeniert ist, ob das jetzt hier so ist, so wie, ja, okay, das kann klappen, das sieht nach einer guten Idee aus und die, ach, okay, so haben die das gemacht, ja, das ist ja eine gute Idee, weißt du? Das ist ein Unterschied, als wenn man jetzt Ocean's 11 guckt, wo man sieht, ah, okay, die räumen jetzt hier den Safe aus, das ist auch mal eine gute Idee, das mache ich auch. Aber hier so, da waren so ein paar perfide Sachen drin, wo ich dachte, ah, nee, hätte ich jetzt so im Detail nicht gezeigt, weil das sieht nach einer verdammt guten Idee aus. Und also, darf ich aber da ganz ja? kurz reinkriegen? Also ich habe den Film nicht gesehen, aber genau, ich finde, glaube ich, so von dem, was ihr jetzt sagt, ist es genau das, was den Film ausmacht, dass der eben es auch zeigt.
Und in den allermeisten Fällen haben die Leute eh einen an der Klatsche. Also da ist es völlig egal, ob sie jetzt das in dem Film sehen und sagen, oh, das ist eine geile Idee. Das ist wie wenn ich in Porno gucke und sage, oh, das will ich auch mal ausprobieren und dann feststelle, scheiße, da fatzt mir die Leiste, wenn ich sowas probiere. Vom Kronleuchter springen. ja, deswegen, ich denke, also so wie der Erik das jetzt erzählt hat und so wie die Kate reagiert, möchte ich den Film sehen jetzt. Ich sag mal, wir liegen ja punktemäßig nicht weit auseinander. Ich bin halt auch, mich macht das halt sehr betroffen, sowas, weißt du, und deswegen schwang halt die ganze Zeit bei mir mit. Ich möchte jetzt gerne noch die besseren Teile des Films hervorheben. Schieß mal los, ja. Es gibt selten Filmtitel, die besser passen, denn die Zoe hat im ersten Moment den Impuls wegzuhören, run. Dann sagt sie, nein, sie kann ihre Mitschüler, sie kann ihren besten Freund, der in der Cafeteria ist, nicht alleine lassen. Sie hat eh schon so eine mein Leben ist mir scheißegal Stimmung, weil ihre Mutter gestorben ist. Und sie das quasi immer noch verarbeitet. Und also stellt sie sich gegen dieses Run. Dann wird sie quasi angeschossen, jemand schießt auf sie. Und ihr erster Impuls ist es, verstecken, hide. Und das auch da wieder, ich kann mich doch nicht die ganze Zeit verstecken, das geht nicht. Geht nicht, ich muss doch hier helfen. Oder ich muss hier irgendwie rauskommen, ich muss die anderen befreien. Auch da tut sie sich dagegen stemmen und zu sagen, nein, nicht mit mir, ihr macht das nicht mit mir. Und als drittes, kämpfen, fight. Sie tut was dagegen, sie versucht zu helfen, sie versucht, die anderen zu bekämpfen. Und die sie nicht verletzen muss, verletzt sie auch nicht, indem sie den einen nämlich fesselt und sagt, nein, du hast mir in gewisser Weise zwar schon was getan, aber du bist für mich keine Gefahr. Ich muss dich nicht töten, weil du es auch nicht gerade versuchst, im Gegensatz zu der anderen, die versucht, sie umzubringen. Ja? Und das finde ich eine gute Message, dass man dem Impuls nachgeben kann, was vollkommen in Ordnung ist. Wer wegrennen will, soll wegrennen, keine Frage. Der Titel des Films ist endlich mal in den Film auch projiziert. Wie oft haben wir Filmtitel, wo ich mir denke, was hat der Filmtitel mit dem Film zu tun? Außer der Hauptdarsteller heißt Bruce oder so. Ja, also das ist so, manchmal passt es einfach nicht. Und ich finde, da passt es halt einfach. Und ich finde auch die schauspielerische Darstellung von ihr, finde ich nicht so schlecht. Ich habe zwar immer gedacht, Bruce Willis kommt gleich um die Ecke und mit einem Maschinengewehr in der Hand, weil es hatte schon sowas von Trauma Center teilweise vom Feeling her, nicht, also nicht von der Machart her, sondern vom Feeling her, dachte ich, jetzt komm da gleich und rette die Situation. Aber ich möchte nicht sagen, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, dafür ist das Thema zu böse. Aber es gibt viel, viel schlimmere Filme, die viel krassere Themen behandeln, die einfach nur schlecht sind. Und ich fand Run, Hide, Fight ein guter Film mit einem nicht besonders tollen Thema, keine Frage. Aber ich fand ihn gut umgesetzt und ich muss ihn jetzt nicht nochmal sehen, das nicht. Und ich sage jetzt auch nicht, das ist ein toller Film, dafür ist das Thema zu schwer. Aber es ist, ich fand einfach grundsätzlich die Umsetzung, fand ich okay im Gegensatz zu dir. Ja, ich fand den an sich als Film ja auch okay, hat mich nur sehr, sehr betroffen gemacht und ich mochte das halt auch. Es gibt ja auch so Filme, Uwe Boll ist da auch so ein Spezialist, ne, wo es ganz schmal am Grat ist zwischen Vorlage für potenzielle Nachmacher und und irgendwie nur Kritik und so. Ich fand ja die Kritik ein bisschen zu dünn an dem ganzen Thema. Also man hätte die durchaus noch durchgeknallter darstellen können, das eindeutig klar ist. Also die haben wirklich einen an der Waffel. Aber speziell ich nenne es mal der Boss von denen, der wirkte schon sehr geplant und alles sehr, sehr reflektiert da, naja. Aber die Hauptdarstellung war super, genau, die Isabel May, die habe ich mir auch mal gemerkt, die ist demnächst in einem Film zu sehen, der bei Prime erscheint, I Want You Back heißt der, mit Charlie Day von It's Always Sunny in Philadelphia und Scott Eastwood, den wollte ich auch mal gucken. Schauen wir mal. Also von mir 5 Punkte für Run, Hide, Fight. Deswegen, ich gebe 7 Punkte. Okay. Wer den gucken möchte, den gibt es gerade auf Sky und wahrscheinlich, ich habe jetzt gerade, wer streamt, ist nicht offen, wahrscheinlich auch woanders dann demnächst oder so. Wahrscheinlich auch irgendwo schon gegen Gebühr zum Leihen, schätze ich mal. Okay, dann der nächste Film in unserer bunten Reihe heute ist Tod auf dem Nil. Und der
Wo habe ich den geguckt? Disney Plus war das, ne? Oder? Ich weiß gar nicht. Ja, Disney Plus gibt's ihn. Also ich glaube, ja. heute decken wir so ziemlich jeden Streaming-Service ab. Ich komme noch zu einer Netflix-Serie, also von daher. Ach so, ja, da haben wir dabei. Wirklich alles dabei alles, heute. Alles. Alles dabei. Tod auf dem Nil. Die Fortsetzung von Mord im Orient Express sozusagen, also auch wieder, was war das? Agatha Christie mit Hercule Poirot, die Krimi-Reihe gab es ja schon, weiß nicht, in den, waren das 70er Jahren oder so, mit einer diversen Riege von damals topaktuellen Darstellern, so eine Verfilmungen, die sehr, sehr erfolgreich waren. Mord im Orient Express habe ich jetzt noch, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Also ich kann jetzt Ende verraten. Das ist alles, was hängen geblieben ist bei dem Film bei mir. Das Ende, wenn das so ist wie in der Geschichte, in dem Buch und in dem anderen Film, dann weiß ich es auch. Aber jetzt hier Tod auf dem Nil. Komischerweise sehen wir hier am Anfang eine Szene, die habe ich so mit Hercule Poirot, ich habe früher die Filme auch alle so geguckt, das wusste ich noch gar nicht so, weil befindet sich dann irgendwann im Ersten Weltkrieg und wird da verletzt und als er dann im Krankenhaus wieder aufwacht, ist da irgendwie seine Freundin / Verlobte irgendwie und als er dann wieder mal eingeschlafen ist, sie dann weg und er begibt sich dann eben auch auf diese Nil oder nach Ägypten und bekommt dort auch das Angebot, auf so eine Nilkreuzfahrt mitzumachen. Die befinden sich am Anfang unten in Abu Simbel, da war ich auch schon. Da geht aber das Meer nicht so nah ran, dass man ein Schiff davor halten kann. Jetzt nicht mehr, damals bestimmt schon. Nee, ich war ja damals, also gut, ach damals, so, was heißt da, nee, zu der Zeit, wo die da waren, war ich natürlich auch nicht da. In deinen Jugendjahren, meinst du, warst du dort damals, nee, 1800 aber, irgendwas. Aber damals, nee, Moment mal, jetzt lass mal überlegen, weil die haben ja, Abu Simbel ist ja eins der Sachen, die sie quasi Stein für Stein abgetragen haben und an anderer Stelle wieder aufgebaut haben, als sie damals den Aswan-Staudamm gebaut haben. Genauso wie die Karnak-Tempel haben sie quasi umgebaut, haben sie jedes einzelne Teil wie ein Lego-Teilchen beschriftet und an anderer Stelle wieder aufgebaut, weil da der Nasser-See entstanden ist durch den Aswan-Staudamm. Na egal, also da sind sie am Anfang und wir sehen in so einer, also einer sehr, sehr, sehr langen Einführungssequenz, werden die ganzen Schachfiguren, nenne ich es jetzt mal, vorgestellt, wer da was hat, wer da mit wem Beef hat und wie und was. Und am Anfang befinden wir uns, glaube ich, auch noch in Kairo, glaube ich, kann das sein? Kann sein. Ja, und in so einem Nachtclub und da wird, ja, der hatte was mit der und der liebt die noch und vielleicht nicht und der will die heiraten und ja, dann hat, also ich muss sagen, der Auftritt von Gal Gadot, wie sie inszeniert wurde, das war natürlich super. Also ich mag solche, wenn man wirklich solche Stars hat im Film, die dann so richtig einen schönen Auftritt bekommen, das mag ich sehr. Wenn sich da so Mühe gegeben wird für die erste Vorstellung gegenüber dem Publikum, wenn das nicht so, ja, hier ist jemand, sondern wirklich so ein bisschen inszeniert ist. Und das mag ich sehr. Aber ja, und dann beginnen die halt diese Nilkreuzfahrt unten beim Abu Simbel-Tempel, was die wenigsten wissen, ist so die eigentlich die zweite große Sehenswürdigkeit in Ägypten nach den Pyramiden, aber weil die so weit im Süden sind, so ab vom Schuss, geht da kaum jemand hin. Die sind auch auf dem zweitwichtigsten Geldschein drauf in Ägypten. Und ja, dann schippert da so diese ganze Party da den Nil entlang und irgendwann passiert dann halt auch der Mord, ne? Tod auf dem Nil und so. Und Hercule Poirot ist ja auch auf diesem Schiff und versucht dann halt rauszufinden, wer das war und wie und warum. Und mit Ermittlungsmethoden, damals natürlich noch keine großartigen irgendwie Fingerabdrücke oder irgendwelche DNA-Analysen, gab es natürlich alles nicht. Er muss halt mit Gespür vorgehen, mit Verhören, mit Kombinieren. Und er hat selber dadurch, weil er ja auch noch so ein Päckchen an Sachen zu tragen hat, emotionales Gepäck, ist er selber am Anfang noch nicht so richtig klar und er braucht erstmal eine Zeit, bis er sich so reinarbeitet und ja, puh, also gegenüber dem, ich glaube im Original war Peter Ustinov dabei, hat Hercule Poirot gespielt, die anderen kriege ich gerade nicht mehr so zusammen, den fand ich richtig gut und ich mag ja Ägypten sowieso. Hier sieht man sehr wenig von Ägypten. Am Anfang irgendwie mal so die Pyramiden oder so. Und dann halt Abu Simbel, aber naja. Und irgendwie war mir das alles so ein bisschen zu zäh. Und irgendwie, es war auch nicht so wie bei anderen Krimis oder so, wo man sagt, ja, da hätte man drauf kommen können oder so, sondern
es wirkte irgendwie so ein bisschen so, oh, jetzt haben wir was aus dem Hut gezaubert, das wird euch alle überraschen. Ich meine, da gab es zwar keine Anzeichen dafür, aber oder vielleicht ja, wenn man wirklich sehr wild kombiniert und spekuliert hätte, dann hätte man vielleicht drauf kommen können, aber ja, wir haben euch alle hinters Licht geführt und so. Das finde ich dann immer ein bisschen so ein Taschenspielertrick und so. Deswegen, ja, es war schön anzusehen, gute Darsteller, wobei hier auch, ja, außer jetzt den paar genannten, Kenneth Branagh als Peter Ustinov, hätte ich beinahe gesagt, Kenneth Branagh als Hercule Poirot und Gal Gadot und ja, so, aber so richtig viele Topstars unter der oder der anderen Riege war eigentlich nicht so, oder? Russell Brand. Ja, Russell Brand noch, okay. Der ist aber jetzt auch nicht so der Topstar oder so im Army Kino. Armie Hammer. Wer? Armie Hammer. Emma McKay, kennst du die nicht? Ja, die kenne ich schon, aber das ist doch nicht die Top-Riege. Ich rede mal so, ja, damals war halt so die Top-Riege, da hätte eigentlich, was weiß ich, Selma Hayek und Tom Holland. Dann hätte ich den Film nicht angeguckt. Weißt du, Tom Holland, was ist, so eine Riege hätte da, wenn ich das vergleiche mit dem damaligen Film, da waren halt alle top. Da konntest du jetzt nicht sagen, okay, da ist jetzt so, der könnte es nicht gewesen sein, weil so und so. Da waren halt nur Top-Darsteller der damaligen Zeit vertreten. Ja. Das meine ich. Und hier war es halt so. Schon bekannte Gesichter. Ja, schon, aber also jetzt nicht so die völlige A-List von Hollywood. Ja. Zu teuer. Vielleicht, ja. Aber damals ging es halt auch, ne, weil die hatten alle Bock, da mitzumachen und hat gut funktioniert. Ah ja, und wie fandst du so? Also der Film ist grundsätzlich gut gemacht. Ich finde auch das ganze Szenenbild und das mit Ägypten und dieses Schiff und so, finde ich schon imposant auch anzuschauen. Es hat alles. Die Kostüme etc., alles gut. Mir war er viel zu lang. Es hat viel zu lang gedauert, bis da mal ein Mord passiert. und dann, wie du schon gesagt hast, er ist für mich nicht schlüssig. Also ich gucke gerade zwei Crime-Serien, also britische Crime-Serien, wo es auch darum geht, quasi die Puzzleteile, zu einzelnen Puzzleteile zu haben und sie zusammenzusetzen zu einem logischen Ergebnis. Und ich kann dem Ganzen dann auch immer folgen. Das macht dann alles Sinn. Und das hat es zum Beispiel in diesem Film nicht getan. Die einzelnen Puzzleteile, die Pyro da zusammengesetzt hat, ergaben für mich überhaupt gar keinen Sinn. Also er hat Sachen gesehen, die dem Zuschauer des Films einfach nicht gezeigt wurden. Also auch keine schlüssigen Ergebnisse. Also das war, also für mich war das einfach nur geraten. Und wie gesagt, der Film ist zu lang, ist meiner Meinung nach nicht spannend genug. Ich habe so das Gefühl gehabt, man wollte den Mord im Orient Express toppen mit, weiß ich nicht, mehr Darstellern, mehr Toten, mehr Mordversuchen und noch längerer Spieldauer. Und ich finde, es hat einfach nicht geklappt. Also ich mag ja solche Arten von Filmen, so mit Raten und Mord und wer könnte es gewesen sein und Schlussfolgern und so, das liebe ich ja, aber ich fand den nur langweilig, ich fand den einfach langweilig. Und leider, ne? Ja. Ja, es ist so schade, da hätte man so viel draus machen können. Aber das Problem hatte ich ja auch schon mit Mord im Orient Express, den fand ich ja auch eher so, nee. Aber der war lange, lange, auch Tod auf dem Nil, lange, lange in Kinocharts, kann ich mich erinnern. Ja, also grundsätzlich ist es ja auch eine coole Story, es ist ein cooles Setting, der Film ist auch gut gemacht, wie ich schon gesagt habe, aber er ist einfach viel zu lang und viel zu langweilig. Also das hätte einfach ein bisschen zackiger erzählt werden müssen, mit klareren Schlussfolgerungen, mit so kleinen versteckten Hinweisen, die du als Zuschauer entdecken könntest. Und oder weiß ich nicht, dass sich mal einer verspricht, aber nicht so, dass es so direkt auffällig ist, sondern dass du dann hinterher bei der Schlussfolgerung sagst, ah, stimmt, der hat es gesagt. Ah, das habe ich gar nicht mitgekriegt, aber ja, natürlich, jetzt macht es Sinn. Aber nein, so ist es leider nicht und das ist echt, echt schade. Ja, leider. Also ich hätte es schon ein bisschen besser gefunden. Ich hätte es gern gut gefunden, weil ich mag ja Ägypten total, auch die Gegend und so. Auch, ja,
Da sieht man am Schluss auch mal so eine Szene, wo die mit den Felucken fahren beim Nil und so. Da, ja, sehr, sehr schön. Also, aber ja, es wirkte auch für mich sehr künstlich, weil ich hatte immer das Gefühl, nee, das passt so nicht. Das ist gerade so, also es war, wirkte immer so wie so ein bisschen wie Computer alles so. Obwohl, wer sich für die ägyptischen Altertümer und sowas interessiert, für die Sehenswürdigkeiten, jetzt ist echt eine gute Gelegenheit, solange wie Corona ist. Wir waren ja letztes Jahr in Ägypten und haben da auch mal die Tempelanlagen von Luxor gesehen. So leer waren die noch nie. Ich war da in 90er Jahren, das war alles voll, voll mit Menschen. Aber wegen Corona, weil da viele noch nicht reisen können, wollen, so große Strecken, hat man echt mal die Gelegenheit, das mal in Ruhe zu sehen. Ja, aber nichtsdestotrotz, Tod auf dem Nil von mir 6 Punkte. Und da sind schon einige Darstellerpunkte dabei. Also ja. Ja, ich glaube, nochmal schauen, schwierig, weil es echt ein bisschen zäh ist und so und relativ unspannend, aber ja. Nur gut. Ja, bin ich dabei. Ich gebe ihm 5,5, aber diese 5,5 Punkte eigentlich nur wegen der Machart des Films und der guten Schauspieler. Mhm. Die Inszenierung war echt super. Mhm. Ja, das stimmt. Gut, dann ganz kurz, weil das immer sehr viele Klicks zurück zum Kinocast bringt, wenn ich den Hashtag Schläferz mitverwende. Schläferz, der letzte Film am Freitag war Jäger der verschollenen Galaxie. Chris, an welchen Titel erinnert dich denn dieser Film? An so ziemlich alles. Jäger des verlorenen Schatzes. Ja, genau. Aber was, wenn ich dir sage, der Film hieß im Original Slave Girls. Dann glaube ich, dass das besser gepasst hätte. Genau, denn am Anfang entkommen zwei Sklavinnen in knappen, ja, was sind das, Bikinis sind es nicht, weil es ist sind keine Bikinis, also nicht zum Baden, sondern so, aber so die... Nennen wir es Sklavenoutfits. Die Klamotten, ja, genau, so wie so Prinzessin Leia-mäßig, so ein, weißt du, wo sie gefangen ist von... Ein Hauch von nichts. Von Jabba da hat. Jedenfalls, sie entkommen dann und... Können wir uns mal ganz kurz über Sklavenoutfits unterhalten? Ja. Was bitte sind denn Sklavenoutfits? Vor allem Sklavinnenoutfits. Ich denke nämlich, je nach Szene sehen die ein wenig anders aus. Ja. Also jedenfalls, ich denke dabei an Leia. Flüchten die mit ihrem Raumschiff und landen dann auf so einem Planeten, wo dann auch so ein Schloss ist. Da ist so ein ganz dubioser Typ und da bei dem kommen sie dann unter und sie werden aber schon von anderen Leuten, die dort sind, auch gewarnt. Da ist dann auch so eine dritte Frau mit dabei und so. Und die laufen alle so in den gleichen Outfits rum. Und dieser Typ, der veranstaltet halt immer so Jagden. Der lässt dann, da verschwinden dann immer mal welche von den Geflüchteten und so. Die sind dann, kommen dann halt auch nicht wieder. Ja, und der hat natürlich auch so eine Trophäensammlung in seinem Haus, wo dann so quasi die Köpfe von den Leuten da so ausgestopft und so. Und der in Anführungszeichen, der Dschungel, durch den sie jagen, ja, ist wahrscheinlich irgendwo Fiedlers Gartenwelt irgendwo. So sieht es irgendwie so aus. Ne? Die rennen immer die gleichen Wege lang. Und, ist völlig. Das war ein richtig schöner Schläferz-Film mit richtig viel Spaß, Sex, Gewalt und gute Laune war alles drin. Ne? Und kann ich echt empfehlen. Also kann man sich ja in der Mediathek auch noch nachschauen, auch mit den ganzen Kommentaren, die da so kamen. War super lustig diesmal. Hier der Schläferz, Slave Girls, Jäger der verschollenen Galaxie und auch das Ende so herrlich dämlich. Wunderbar, sehr empfehlenswert. Und wenn wir einmal dabei sind, noch eine kurze Empfehlung, Freaky, weil das keiner von den anderen hier gucken will. Den habe ich nämlich gesehen gehabt mit Vince Vaughn in der Hauptrolle, eine Art Body-Switch-Horror-Komödie, würde ich es mal nennen. Der, ja... quasi Vince Vaughn spielt so einen Serienkiller, der in so einer abgefuckten Lair irgendwo wohnt und sowas, da in so einem alten Industriegebäude und der hat halt dann so ein, der will ein junges Mädchen umbringen und mit so einem besonderen Dolch und das ist aber so ein Zauberdolch, keine Ahnung, jedenfalls wird dann in dem Moment, wo der die umbringt, die stirbt nicht richtig, sondern da wird dann halt in dem Moment das Gewissen getauscht. Ne? Dann ist sie plötzlich in dem Körper von ihm und sie muss natürlich dann als Vince Vaughn ihren Freunden verklickern, so, ey, ich bin's, ne? Und sie sehen aber alle nur den Vince Vaughn und umgekehrt, sie als Mädchen ist halt in der Schule, in diesem Highschool-Setting, wie man das so schön kennt, so in Amerika, als Mörderin, ja, oder als Mörder, als Vince Vaughn und sie versucht halt da immer irgendwelche Leute um die Ecke zu bringen und es hat mir echt Spaß gemacht, der Film. Der ist cool, der hat dieses,
der nimmt dieses ganze Highschool-Ding so gut auf, nimmt so ein bisschen auf die Schippe, weil natürlich auch sie sich in diesem Umfeld als psychopathische Mörderin relativ gut bewegen kann, ohne dass sie auffällt. Selbst mit ihren irgendwelchen abgefuckten Kommentaren, die sie bringt, wird sie eigentlich eher dafür gefeiert, als dass jemand sagt, sag mal, hast du einen am Laufen oder was, hier Latten am Zaun, sondern sie haut da wirklich als quasi, wie man Vince Vaughn so kennt, wirklich heftige Sachen raus und das wird aber eher noch ganz cool aufgenommen und sie ist dann plötzlich die Coole von der Schule, die sie vorher nicht war und ich mochte das sehr. Also Freaky lief ja auf Sky, ich weiß nicht, ob er noch läuft. Ich mochte das sehr, hat viel Spaß gemacht, ist halt Horrorkomödie und deswegen von mir mal 8 Punkte im Bereich Horror. Wow. Und damit ich das endlich mal abgehackt habe hier, das steht schon ewig hier drin, ich dachte, jetzt guckt mal noch jemand anderes, aber nicht. Okay, dann gucken wir jetzt mal in die Charts und Neustarts rein. Kino, Charts und Neustarts. Jetzt haben wir einen Trenner, ist der Chris auch zufrieden? Platz 5, Sonic the Hedgehog 2. Da wird man nett drauf, weiß man nett drauf, live und im Dings, nicht im Stream, sondern im Podcast um die Ohren gehauen. War ja richtig, Platz 4. Ich habe den vorhin vergessen. Ja, man wird alt. So ist es. Der neue Marvel-Film Morbius. Warum seid ihr da noch nicht drin gewesen? Weil wir anderes zu tun haben. Okay. Nee, interessiert mich überhaupt nicht. Morbius interessiert mich gar nicht. Liegt vielleicht am Darsteller. Ja, Jared Leto irgendwie so, nachdem er vorher bei DC immer so weird gespielt hat und so sieht es auch hier im Trailer aus. Ach, ich weiß nicht, so. Aber der Doktor spielt mit. Also mich interessiert es schon. Ich weiß noch nicht, ob ich es ins Kino schaffe, weil ich habe nächste Woche schon 2-mal Kino im Plan. Ja. Okay. Platz, wo sind wir jetzt gewesen? 3. 3. Die Gangster Gang, den ich echt empfehlen kann. Lustige Unterhaltung für die ganze Familie. Platz Nummer 2, King Richard mit Will Smith, der gerne mal seine Vorhand zeigt. Will the Slapper Smith. Platz 1. Gewalt ist scheiße, egal in welcher Form. Genau. Außer in Horrorfilmen. Da ist okay. Also richtig so. Horrorfilme. Da ist okay. Wenn es ein Film ist. Ne? Platz 1. The Batman. The Batman. Na, Batman. War ich letzte Woche 2-mal kurz davor reinzugehen. Habe ich gedacht. Warum hast du nicht gemacht? Ja, irgendwie doch nicht gepasst dann so rechtzeitig. Ich kenne jemanden, der war schon 3-mal drin. Echt? Weil er anscheinend so gut ist. Das soll echt gut sein. Ich höre das auch überall und ich denke mir, den muss ich vielleicht im Kino sehen. Das ist so, verdammt. Na gut, also The Batman Platz 1 in den Stuttgarter Innenstadt-Kinos. Und was läuft neu an, Chris? Wo musst du rein? Fantastische Tierwesen 3, Dumbledore-Geheimnisse. Im dritten Teil der fantastischen Tierreihe von J.K. Rowling treffen Magiezoologe Newt Scamander und Bösewicht Gellert Grindelwald erneut aufeinander. Hast du schön gesagt. Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen und am Mittwochnachmittag mit der Kate und dem Chris. Wuhu! Oh, Scamander, das klingt. Ich hab den besten Kerl der Welt. Klingt wie ein Bösewicht von James Bond oder so. Ah, nee, Scaramanga damals. Nix Christopher gegen Newt. Lee. Dann, wo in Paris die Sonne aufgeht. Französisches Drama von Jacques Audiard über Liebe und Sehnsüchte im 13. Arrondissement in Paris. Der neue Film von Jacques Boubou mit Sabine Lamer. Wo die Sonne niemals hinscheint. Am Abgrund der Dummheit. Im Nachtlicht. Eine Frau, die ihre Eltern nicht kennt und von Albträumen heimgesucht wird, beginnt, in dem Geburtsort in einer alten Mühle zu arbeiten. Deutscher Mystery-Thriller, der bei den Hofer Filmtagen, ja, die ganz groß sind, 2020 Premiere feierte. Von Mischa Kreuz mit Diana Maria Frank, Ralf Drechsler, David Roth und weiteren. Okay. Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? Ein georgischer Liebesfilm, in dem auf zwei frisch verliebte Personen ein Fluch lastet, sodass sie sich nicht wiedererkennen. Oh. Ah ja. Dann haben wir eine Doku, einen Musikfilm. Hier haben wir Death of a Ladies Man. Achso, nicht den Schweizer Wanderfilm, den wolltest du nicht. Achso, ist eine Doku. Ja, das ist eine Doku. Ja. Groteskes. Death of a Ladies Man. Groteske Dramödie, in der ein College-Professor und Ladies Man musikalische Halluzinationen erlebt und in seiner irdischen Heimat nach Antworten sucht. Okay. Ah, ja. Okay, Perro ist auch eine Dokumentation, sehe ich hier. Auf der das ist ein Drama, Perro. Nee, ich habe gerade geguckt auf Filmstarts, da steht es als Dokumentation. Das ist irgendwie so ein Kind, was im Dschungel aufwächst, was dann irgendwie die Wie Mowgli? Hm? Was
haben wir noch? Mowgli wächst doch auch im Dschungel auf. No Looking Back. Kleinstadt-Drama von Edward Burns, der eine junge Frau vor der Entscheidung zwischen Sicherheit und Abenteuer stellt. Mit Lauren Holly, Edward Burns, John Bon Jovi und weiteren. Guck an. Witzig. Guck an. Wo hat er zuletzt mitgespielt? War das der Western oder war das was anderes? Weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. Der hat auch mal so einen Romanzenfilm mitgespielt, glaube ich. Naja, mal schauen. Vielleicht erwartet uns davon irgendwas in der Sneak Preview. Passt da irgendwas auf? Man lernt nie aus. Ja, vielleicht das hier, wo der die Frau zwischen Abenteuer oder sowas. Vielleicht könnte ja sein. So, was haben wir jetzt noch im Angebot? Serien sehe ich hier. Serien. Hier. Serien. Die Kate hat für euch Serien geguckt. Und zwar hat die Kate eine Serie entdeckt, die gibt es schon länger. Von der gibt es schon 4 Staffeln. Und ich frage mich, warum ich die noch nicht kannte. Die Serie heißt Good Girls und gibt es auf Netflix. Und ich finde die Story extrem witzig. Also in der ersten Staffel geht es los mit, also es sind 3 Mädels, 2 davon sind Geschwister. Die Ruby, die Annie und die Beth. Und die Annie und die Beth sind Geschwister. Und die 3 haben so ihr Leben und haben halt so ein bisschen Probleme. Also der Ruby, ihre Tochter, ist krank und braucht eigentlich teure Medikamente. Die Beth ist geschieden. Nee, stimmt gar nicht. Die Beth ist verheiratet, hat 4 Kinder und ihr Mann hat eine Affäre. Und die Annie ist getrennt lebend, vielleicht sogar geschieden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und die hat zusammen mit ihrem Ex eine Tochter, die bei ihr lebt. Und alle haben Geldprobleme und sind irgendwann an dem Punkt, dass sie sagen, okay, nichts kann mehr so schlimm sein, als dass wir unser Haus verlieren, dass ich meine Tochter verliere, dass meine Tochter stirbt. Also sie haben alle, stehen alle so an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie einfach nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Also beschließen die drei, den lokalen Supermarkt zu überfallen und tun die Spielzeugpistolen ihrer Kinder bunt anmalen, also schwarz anmalen, sagen wir mal so, und faken in Anführungsstrichen einen Überfall, weil die Annie arbeitet in dem Supermarkt. Deswegen kennt sie sich aus und weiß, wie das funktioniert. Kundschaften das auch vorher nochmal aus und schreiben sich genau auf, wann, wo, welche Kameras aktiv sind und so. Und das klappt auch. Tatsächlich, sie schaffen es. Niemand wird verletzt, Gott sei Dank. Und wie auch mit Plastikwaffen. Sie rauben den Laden aus und alles scheint gut zu sein, bis sie das Geld zählen. Denn ursprünglich sollten es ungefähr 30.000 im Safe sein. Sie schleppen aber ganz schön viele Tüten raus und sind selber ein bisschen verwundert und dann zählen sie das und dann ist es halt irgendwie 500.000 und das ist die Frage, warum ist das so viel? Und dummerweise wurde in diesem Laden Falschgeld gewaschen und die Gangster, die das dort waschen, wollen ihr Geld wieder. Und sind dann hinter den dreien her und das ist ein bisschen problematisch, weil sie haben einen Teil davon schon, also sie haben schon ein bisschen was ausgegeben, obwohl sie eigentlich nichts ausgeben wollten. Sie haben gesagt, sie wollen nichts ausgeben, haben es aber dann trotzdem getan und zwar für ihre Kinder, also noch nicht mal für sich selber, sondern nur für die Kinder. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil sie, wie gesagt, den Gangstern nur einen Teil davon zurückgeben können. Und so geht es dann halt darum, wie machen sie das bei denen wieder gut? Und gehen dann mit ihnen einen Deal ein und fangen dann selber an, Geld zu waschen. Und die drei sind einfach so unfassbar witzig. Also es ist sehr dramatisch teilweise auch, also mit Waffen bedrohen und alle möglichen. Ne? Dazu kommt noch das Problem, dass der Filialleiter sich 100% sicher ist, dass eine der 3 Mädels erkannt zu haben und die dann jetzt erpresst. Also das kommt noch dazu obendrauf. Und jetzt stehen sie halt vor dem Problem, was machen sie denn jetzt? Wie kriegen sie das wieder gebacken? Und das zieht sich so über die ganze erste Staffel. Und ich bin jetzt schon bei Staffel 2 und wird natürlich immer wieder von neuen Herausforderungen gestellt, wenn man mit so einer Gang zu tun hat. Und es ist urkomisch, es ist lustig, es ist dramatisch, es ist spannend, aber hauptsächlich lustig. Deswegen, ich werde definitiv dranbleiben, kann ich absolut empfehlen. Netflix, Good Girls. Ich habe die auch schon gesehen. Vor 3 Jahren.
Ja, ich sag ja, die ist uralt. Habe ich gerade festgestellt, als ich bei fortsetzungvolk.net mal die Suchfunktion genutzt habe. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe keine Ahnung. Das war mir jetzt gerade alles neu. Ich habe jetzt das Poster gesehen, dachte ich, hä? Und ich habe aber gesehen, ich habe eine Wertung gegeben. Ich habe 7/10 gegeben. Ich habe eine Wertung gegeben, also habe ich es gesehen. Und du fandest es gut bei 7/10. Ja, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also ich habe. Ja, es ist halt auch viel Content momentan. In derselben Sendung hat man noch Collateral von Netflix und Bad Banks, die erste Staffel. Mhm. Und Bad Banks, da kann ich mich immer noch lebhaft dran erinnern. Da habe ich auch 9 Punkte gegeben hier. Collateral 5 Punkte. Und an Collateral und Good Girls kann ich mich nicht mehr erinnern. Bad Banks kann ich mich noch sehr gut erinnern und das finde ich auch immer noch gut. Ja, weiß ich nicht. Habe ich, glaube ich, die ersten paar Folgen gesehen und dann gut bewertet, aber nicht weiter verfolgt. Dann vielleicht gucke ich jetzt mal wieder rein. Mal gucken. Wenn ich so gut bewertet habe, muss ich auch irgendwas dran gefunden haben, ne? Ja. Okay. Chris hat hier ein Thema aufgemacht. Leg los. Neue Serie auf Disney Plus mit dem schicken Namen Moon Knight. Oh, eine neue Marvel-Serie, wo jetzt die erste Folge über den Screen geflattert ist. Und ich möchte gar nicht arg viel groß drauf eingehen, weil es war jetzt erstmal eine Folge. Oscar Isaac in der Hauptrolle. Den kennen wir aus vielen, 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 vielen anderen guten Filmen. Und ist schon, ja, anders. Sag ich mal. Es ist anders mal wieder als alle anderen Serien. Zumindest der Beginn. Ich finde es bisher sehr, wirklich sehr ansprechend, weil ich diese Verpeiltheit, die Oscar Isaac als Stephen Grant da an den Tag legt, finde ich schon richtig, richtig witzig. Und ja, es ist einfach cool gemacht. Und wenn man dann jetzt auch noch sieht, welche Easter Eggs tatsächlich drin sind, das habe ich gerade noch rausgefunden. Es gibt eine Szene, wo ganz zu Beginn Stephen Grant im Museum das alte Ägypten erklärt und dem Mumie da erklärt und dem Kind das erklärt und im Hintergrund ist ein QR-Code. Und wenn man den einscannt mit seinem Handy, kommt man zu einem digitalen Comic-Heft. Geil! Cool. Vielleicht, ja, kannst du den Link mal posten, dann tue ich den mit in die Shownotes dann. Ja, kann ich machen, ja, cool. Wo es halt mit drinsteht. Ist, ist auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall witzig. Mal schauen, wo das hinführt. Ich finde es auf jeden Fall, sagen wir mal, interessant. Kate hat es auch gesehen. Kate findet es, glaube ich, auch ganz interessant. Oh, ich finde es mega. Also, ich weiß nicht, wie Marvel das immer hinkriegt. Ich denke mir jedes Mal, die Serie ist geil. Ist so gut, das kann nicht besser werden. Dann kommt die nächste und ich so, wow, fett. Dann kommt Loki und ich so, hey, besser als Loki kann nichts werden. Und dann kommt Moon Knight mit dieser düsteren und dunklen Stimmung. Das war teilweise richtig gruselig. Der Chris hat mich kurz danach auch halb zu Tode erschreckt, weil ich immer noch in dieser Düsternis dieser Serie gefangen war und ich immer noch darüber nachgedacht habe. Und ich habe die Folge jetzt schon zweimal gesehen, weil ich habe sie dann mit Chris nochmal geguckt. Als er sie angefangen hat, habe ich dann einfach nochmal mitgeguckt. Das ist so cool und wie er diese Blackouts auch spielt, weil wir sehen es ja immer nur aus seiner Sichtweise. Und dann wacht er einfach plötzlich irgendwo mitten in einer Situation auf und weiß gar nicht, wie er jetzt da hingekommen ist. Und das ist so gut gemacht. Und die Serie ist an Stellen witzig, ohne es drauf angelegt zu haben. Wahrscheinlich schon vom Skript her oder so. Aber nicht so, dass du denkst, okay, die erwarten jetzt hier einen Lacher. Deswegen gibt es eine kreative Pause oder sowas. Ja? Nein, der ist so situationskomisch und gleichzeitig spannend und brutal und gruselig. Ich finde es so geil. Ja, ich bin noch ein bisschen ambivalent da, weil ich mochte eigentlich sehr, dass die anderen Marvel-Serien, die es immer so gab, dass ich die ohne Bedenken oben gucken konnte, am großen Fernseher, auch ohne die Angst, dass mein Kleiner da irgendwie mal, weil ich meine, wenn er das Marvel hört, der guckt halt auch viele so Zeichentrick-Marvel-Serien, die es da auf diversen Sachen gibt da und wenn der das irgendwie das Intro hört und so, dann guckt er halt ganz gern mal mit und so. Und bei Hawkeye war es ja nur absolut kein Problem und bei Loki und so. Aber hier, da waren schon sehr, sehr üble Sachen drin und gruselig und so extrem weird und so. Deswegen, das ist für mich eine sehr erwachsene Marvel-Serie und eher für, ja, sagen wir so, für das erwachsenere Publikum gedacht. Und
der eigentliche, wo sich das so deutlich macht, in welche Richtung es dann geht, war ja dann wirklich erst am Ende der Folge. Deswegen, ich kann mir so abschließend noch nicht so richtig ein Urteil fällen. Es war für mich ein wilder Mischmasch, der natürlich auch so gedacht war, aus diversen Sachen. Und natürlich großartig gespielt von Oscar Isaac. Aber gut, ist, ja, you get what you pay for. Ne? Wenn du Oscar Isaac holst, kriegst du halt einen großartigen Schauspieler. Ne? Und ja, ich warte noch, wie sie bei der zweiten Folge, ich hoffe mal, dass sie da irgendwie so den Dreh finden. Ja, die ganz komische Setting da, Deutschland, Schweiz oder was das sein soll. Geil. Ne? Ja, also, aber Ethan Hawke ist natürlich auch immer extrem cool. Ja, den mochte ich auch sehr, aber so rein storymäßig kann ich mir noch nicht so ein richtig abschließendes Urteil bilden, ob das was für mich ist, so, ob es mich richtig catcht oder nicht. So, aber wobei, ich möchte ganz kurz noch sagen, wie sie die Szenen mit dem Spiegel und so gemacht haben, fand ich schon sehr geil. Also mehrfach. Mega. Mit Spiegelung, mit Reflektionen und so, das fand ich schon mehrfach sehr cool gemacht einfach. Hat mir sehr gut gefallen. Ich finde solche Szenen grundsätzlich mega gruselig, wenn jemand in den Spiegel guckt und das Spiegelbild nicht das tut, was man selber tut. Und das hat man ja schon öfter in so Horrorfilmen oder so gehabt. Und das ist, also du kannst mit mir viel machen in Horrorfilmen, aber wenn dein Spiegelbild anders reagiert, als es soll, das finde ich mega creepy. Habt ihr jetzt mal Murderville eigentlich geguckt, den ich euch empfohlen hatte? Ja, ich habe angefangen. Da gibt's eine. Wo gab es den nochmal? Netflix. Da gibt es eine Folge, da muss irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, der soll quasi, da ist in dem Vorhörzimmer von der Polizei ist der Spiegel kaputt gegangen. Da sagt er, okay, du musst da reingehen und wenn der da irgendwas macht, musst du das nachmachen. Er sieht aber natürlich völlig anders aus wie der eigentliche Verdächtige, aber das ist irgendwie in dem Moment. Und dann muss der impromäßig das so nachmachen. Und so, das war so lustig. Oh Gott. Ey, Murderville ist so großartig. Ich hoffe, da gibt es eine zweite Staffel, ey. Das ist ja so super. Ja, Moon Knight, wie gesagt, von mir jetzt mal noch kein abschließendes. Da warte nein, nein, nach einer Folge doch nicht. Ja, ja. Nein. Warte ich echt mal noch so auf die zweite Folge. Ich habe noch irgendwie so ein. Ich hoffe mal nicht, dass es in eine zu sehr erwachsene Richtung. Ich mag eigentlich bei Marvel so ein bisschen, dass es für alle was ist. Und nicht nur wie jetzt der neue düstere Batman, so für die Erwachsenen vielleicht oder so, was natürlich DC ist, ist klar. Aber Marvel hat es halt immer so geschafft, da irgendwie alle ins Boot zu holen, ja. Also du kannst eigentlich die ganzen Marvel-Filme, sei es Guardians, Spider-Man, sonst was, die kannst du alle nehmen und kann ich die ganze Familie aber zusammen. Aber die Serien nicht. Ja, ja. Na doch, die Hawkeye Serien vielleicht, ja. Vielleicht noch, ja, aber Loki kannst du mit Kindern nicht kurz, kapieren die nicht. Nee, das ist nicht. Also vielleicht kapieren sie es schon, aber es bleibt ganz vieles auf der Strecke. Okay, sie kapieren es nicht, aber es ist zumindest nichts Schockierendes drin oder so wie hier jetzt. Ja, fand ich, ja. Und WandaVision weiß ich auch nicht, ob man das so erfassen kann. Aber, nee, ja, okay. Auch vielleicht nicht erfassen, aber es ist zumindest mal nichts drin, wo du sagst, okay, da kann jetzt das Kind nicht einschlafen, weil da irgendwelche gruseligen Viecher da oder Monster plötzlich irgendwo herkamen. Ja, na mal schauen, was da Moon Knight, gibt es ja immer jeden Mittwoch eine neue Folge, glaube ich, ne? Auf Disney Plus und gucken wir mal, was uns da nächste Woche erwartet hier. Okay, heute haben wir eine Rubrik Games. Games. Chris, du hast dir ein neues Spiel geholt. Ja, das geht ganz schnell, weil das Spiel kommt erst am Dienstag raus. Ach so. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es am Dienstag rauskommt. Ich habe es vorbestellt, ich habe es für die PlayStation 5 vorbestellt. Ich kann es jedem jetzt nur schon empfehlen, das zu machen. Es ist lang ersehnt, es ist, glaube ich, ein Jahr verspätet, kommt es raus, als es rauskommen sollte. Es ist Lego Star Wars The Skywalker Saga. Oh Gott, man kann ich kann mich vom Fernseher verabschieden, oder? Du kannst dich von allem verabschieden in dem Fall. umfasst komplett wohl alle neuen Filme, man kann alle Charaktere und alles mögliche spielen und alles in Lego-Style, mit dem Lego-Humor, mit dem Ganzen, mit der Star-Wars-Story. Mega, es sieht auf so vielen Arten mega und mega gut aus. Ich habe für die PlayStation 3 damals schon die Lego-Star-Wars-Spiele gespielt und mochte die sehr. Jetzt mal alles zusammen noch hochauflösender, in besserer Grafik nochmal und wahrscheinlich noch mit besserer Mechanik. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe echt wirklich lang drauf gewartet, habe das immer wieder geschaut, so wann kommt's. Jetzt ist es wirklich soweit am Dienstag. Ich glaube, ich muss nur noch die PlayStation einladen, dann läuft schon der Pre-Download. Dann am Dienstag wird es freigeschalten. Ich freue mich mega drauf und werde bestimmt am Sonntag was darüber erzählen können. Und ich kann es, wie gesagt, jedem nur empfehlen, da auch unbedingt schon mal reinzugucken, weil einfach, wer schon mal ein Lego-Spiel gespielt hat, auf der PlayStation, am PC oder was weiß ich was, der weiß um den Humor, der weiß um die Art und Weise und der weiß, dass die richtig gut und richtig cool gemacht sind. Ja. Und deswegen
Dann noch in Kombination mit Star Wars. Ja, ich glaube, ich muss kurz ein frisches Höschen anziehen. Bin gleich wieder da. Ja, nicht nur die Spiele. Also ich habe ja auch schon das Herr der Ringe und sowas. Das ist schon echt cool gemacht. Aber auch die, nicht nur die Top-Filme, die, was weiß ich, der Lego-Film, Lego-Movie oder so. Auch die, ich sag mal so, die ganze zweite Reihe, die Direct-to-Video erscheint und so. Diese, da gibt es ja auch sehr viel Star Wars und so. Das ist so lustig teilweise. Mhm. Ja. Sehr gut. Gut, wenn du einmal hier das Games-Thema aufgemacht hast. Ich habe zwei neue Spiele, die habe ich mir nach dem Streaming von dem Deutschen Computerspielpreis gekauft. Das eine heißt Imagine Earth. Das ist so ein, ja, es gab mal früher so ein, wie ist das, wo man auch die ganze Welt irgendwie bearbeiten konnte. Aber hier so ein Echtzeit-Aufbau-Strategiespiel von einem deutschen Independent-Studio, Serious Brothers heißen die. Das wurde da ein paar Mal gezeigt. Und das ist halt alles so mit ein bisschen Umweltaspekt auch. Man muss halt das globale Klima im Auge behalten. Und wer so Aufbaustrategie à la Civilization oder Siedler oder sowas mag, sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Gibt es auch eine Demo bei Steam. Die kann man mal testen, ob es was ist. Und aktuell gefällt das 92% aller User. Und das ist schon mal ein ganz gutes Signal. Das zweite, was ich mir geholt habe, nachdem ich das dort gesehen habe, ist Omno, heißt das. Ein sehr designmäßig sehr cooles Spiel. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, was da eigentlich Sinn und Zweck ist, aber so ein kleines Mannequin, damit läuft man dann so durch so eine fantasievolle Welt. Ich glaube, das gab es auch mal im Xbox Game Pass oder so. Und kann man auch mal klicken. Gibt es auch gerade im Angebot bei Steam. Hat mir auch sehr gefallen. Ansonsten natürlich die Preisträger. Bestes internationales Spiel ist Elden Ring gewesen. Und das deutsche, was war das eigentlich? Weiß gar nicht mehr genau. Beste deutsche Spiel, da habe ich gerade vergessen. Aber gut, das kurz zu den Games. Ich habe übrigens gerade noch ganz kurz ins Dokument unten den offiziellen Link von Star Wars rein. Von Star Wars Lego. Okay. Da ist auch ein 6-Minuten-Trailer. Wo erklärt du, dass man machen muss? Es ist einfach mal angucken. Es ist okay. Ist sensationell. Ich werde es mit in die Shownotes reinnehmen. Ich habe auf Twitter und auf Flogen, also ich habe ja auch so einen Games-Account, da flogen schon ein paar Mal so Vergleichsbilder von Lego Star Wars und dem echten Star Wars-Szenen und so durch, so animierte GIFs und so. Das sieht schon sehr cool aus. Also check das mal aus und wir gehen mal rüber in die Rätselecke. Rätselecke. Da ist heute die Kate dran, wenn das hier richtig ist. Ich stelle euch nun drei Multiple-Choice-Fragen aus der Welt der Filme und ihr müsst mir sagen, welches die richtige Antwortmöglichkeit ist. Bereit? Okay. Klar. Die erste Frage. In welchem Film spielt Sylvester Stallone nicht mit? A. Demolition Man. B. Der Schakal. C. Die Expendables oder D. Daylight? Der Schakal. Der Schakal. Das ist korrekt, es steht 1-1. Wuhu! Hey. Wie viele Oscars erhielt der Film Schindlers Liste? A. 7, B. 1, C. 5 oder D. 3? Oh, die Zahl, die ich dachte, war nicht dabei. Okay, kannst du die Zahlen nochmal vorlesen? Also vielleicht mal aufsteigend oder so? Nicht so. Nein. Okay. 7, 1, 5 oder 3. Also 1, 3, 5 oder 7, okay. Ja. 7. Weil das ist das Erste, was mir in den Kopf kam. Ich hätte 7 gesagt. Ich hatte 9 gedacht, ich sah auch 7. Es steht 2-2. So, jetzt ja, du, bitte. Du hast hier mit also, Filmexperten zu tun. Wenn ihr jetzt die dritte Frage nicht wisst, richtiger Kampf hier, dann mache ich mir echt Sorgen um euch, vor allem um Chris. In welchem Jahr kam der erste Star Wars Film Krieg der Sterne in die Kinos? War es 79, 74, 77 oder 71? Da hätte ich keine Antwortmöglichkeiten gebraucht, das hätte ich auch so gewusst. 1977. Ich war bei 78, weil das war der deutsche Start, aber hast wahrscheinlich den US-Start, also 77 auch, ja. Gut, wir kommen zur Schätzfrage. Es steht 3-3. Welche gespannt. Spiellänge hat der erste Iron Man Film? Iron Man von 2008.
der erste. Oh, wie ich es weiß, wann der war, ne? 112 Minuten, sage ich. Der erste Iron Man, oh, der ging, glaube ich, relativ lang. Die sind ja alle relativ lang, die gehen nicht so kurz. Oh, lass mich überlegen. Was, 112 sagst du? Oh, fuck. Das ist eine gute Zahl. Oh, ich hab das böse F-Wort. Gute Zahl, sehr gut. Danke für die gute Zahl. Du kannst ja eine Minute drüber oder drunter gehen. Das ist es, hey. Aber ich glaube, dass der länger war. Ich glaube, lass mich mal überlegen. Ich sag eins. Was hast du? 112, habe ich gesagt. 112. Das ist 1,42. Nee, der war länger. Der ging, glaube ich, fast zwei Stunden. Nee, Moment, du hast 120. Das wären 1,42. Moment. Ich sag, dann sage ich 120. Ich glaube, da ging zwei Stunden irgendwas. Dann hat der Chris gewonnen, denn der Film geht 126 Minuten. Oh, super. Hey. Quasi auf der Zielgerade. Ja. Um eine Bauchlänge habe ich gewonnen. Sozusagen. Aber ich sage mal so, bei den Wissensfragen, da kann man uns nichts vormachen. Hier. Ja, war mir klar. Das war ja zum Aufwärmen vielleicht maximal. Ach so. Da soll ich wieder die Harry Potter-Fragen auspacken? Nee. Dann geht ihr unter. Nee, bitte keine. Nicht, dass dann Fragen zum dritten Teil von Fantastische Tierwesen kommt hier, den ich nicht gesehen habe, wenn ihr beide im Kino wart. Oh, ich muss meinen Tipp ja noch aufschreiben. Ja, sehr schön hier, Chris. Bist du dann beim nächsten Mal dran? Und während die Kate hier einen Tipp aufschreibt, feuer euch schon mal das ab. Da können wir ja schon mal unseren Musiktipp nennen für die Kinocast-Songs-Playliste auf Spotify. Music. Chris, was hast du denn da? Es hat tatsächlich noch eine kleine Vorgeschichte zu dem Song wieder. Ich habe Roger Cicero mit Frauen regieren die Welt. Roger Cicero ist leider ein Künstler, der viel zu früh von uns gegangen ist. Und ich kam mal wieder auf den Song, den ich sehr mag, diesen Swing-Song, weil ich tatsächlich letztens in die Folge von Let's Dance mit Bastian Wielendorfer reingeschaut habe, wo er zu dem Song auch getanzt hat. Sehr gut übrigens. Jetzt am Freitag? Nee, letzt am Freitag nicht. Letzte Woche davor müsste es gewesen sein. Echt? Jetzt am Freitag haben sie ihn ja richtig hops genommen. Weiß ich gar nicht. Nee, die konnte ich nicht sehen. Da waren wir ja auf dem Konzert. Genau. Ah ja, oder okay. Ich glaube. Aber das könnte das schon gewesen sein, weil ich glaube, an den Song erinnere ich mich gerade nicht, weil der hatte immer so andere. Aber egal. Ja, ist egal. Ja, ich habe von James Blunt, Smoke Signals, einen Song, den ich nicht kannte vor dem Konzert und der mir sehr gefallen hat. Jetzt, das war das Konzert am Freitag. Und Kate, was hast du? Mikrofon an, bitte. Entschuldigung, ich habe mich gerade spontan umentschieden. Ich wollte was vom Coda-Soundtrack nehmen und ich konnte mich nicht entscheiden zwischen dem einen Song und dem anderen und ich habe mich jetzt entschieden für Beyond the Shore von Emilia Jones. Okay. Alles klar. Findet man den auf Spotify? Ich hoffe. Ja. Okay, sehr gut. Alles klar. Na dann, habt ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, habt ihr was zum Hören, was Neues auf eurer Playlist? Eine bunte Mischung. Und die könnt ihr abonnieren auf Spotify unter Kinocast Songs. Und den Podcast gibt es ja auf Spotify. Könnt ihr dort hören oder auch in jeder beliebigen Podcast-App unter Stichwort Kinocast. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüssi. Der Kinocast.